Am 2. März 2012 beginnen die 34. Duisburger Akzente. Wir schreiben 2012 das Gerhard-Mercator-Jahr. 500 Jahre Gerhard Mercator. Er ist 1512 in Ruppelmonde geboren, 1594 in Duisburg gestorben. 58 Jahre seines Lebens hat er in Duisburg gewohnt, an der Oberstraße 2. Dieses Gebiet hat Norman Foster in seinem seinerzeitigen Masterplan Mercator-Quartier genannt. 2007 hat Norman Foster seinen Masterplan vorgelegt. Daraufhin ist 3 Jahre später ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben worden. Eine Berliner Agentur hat diesen Architekturwettbewerb gewonnen. Dieser Architekturwettbewerb hatte als Grundlage das Mercator-Quartier und insbesondere den Stadtplan von Johannes Corputius, der bekanntlich 1566 erschienen ist. Corputius selber war wiederum ein Schüler von nicht Norman Foster, sondern von Gerhard Mercator. Und diese beiden Eigenschaften haben den britischen Star-Architekt geradezu herausgefordert, ihm eine Schirmherrschaft für die Duisburger Akzente anzutragen. Vorgestern ist sein Schreiben aus England eingetroffen beim Kulturdezernenten. Er hat ihn heute sozusagen vorgestellt als den Schirmherrn der 34. Duisburger Akzente. Und ich freue mich natürlich als Koordinator der Akzente, dass wir mit dem britischen Star-Architekten Norman Foster, der ja bekanntlich die Kuppel im Reichstag gemacht hat, hier aber auch schon in Duisburg aktiv war, nicht nur planerisch, sondern auch mit dem Bau für Wirtschaftsförderung in der Duisburger Straße. Er hat in Sydney gearbeitet, New York, er ist weltweit unterwegs, dass wir mit ihm sozusagen einen würdigen Vertreter eines würdigen großen Duisburger Mannes, nämlich Gerhard Mercator, gefunden haben. Und beide zusammen, glaube ich, bringen eine wunderbare Symbiose über GPS und die Kartografie bis hin in die neue Zeit der Raumfahrt. Das ist, glaube ich, eine gute Verbindung, einen Schirmherrn insofern zu finden. Er wird am 2. März mit Sicherheit hier sein, wird die Duisburger Akzente eröffnen und wir freuen uns alle sehr, dass wir mit ihm, mit Norman Foster, mit Lord Norman Foster, muss man genau sagen, einen würdigen Vertreter der Schirmherrschaft gefunden haben.